Tja, herzlich willkommen zu diesem Video. Soundverstimmbesserer deaktivieren 2.0. Oder tatsächlich auch welche nutzen, die auch was bringen, die was taugen. Wo wir gleich schon mal einsteigen. Also das Einfachste ist, wenn man das alles deaktiviert haben will, ist das SPX-Profil einfach auszuschalten. Empfehlen kann ich durchaus das Ding für Fortnite, weil wenn man den Ingame Audio-Chat nutzt mit Mikrofon und Kopfhörer, dann versteht man sich da besser. Ja, ansonsten Soundverstimmbesserer-mäßig deaktiviert man das. Und wie man schon sieht, mache ich dieses Video, weil ja jetzt das neue Sound Blaster Command draußen ist. Und ja, das ist ein bisschen anderes wie die alte Systemsteuerung, die es da mal gab. Ja, Equalizer lässt man aus. Kann hier schon mal was anteasern, da habe ich noch was vor. Mal was zeigen. Ja, ansonsten haben wir hier entweder den Digitalausgang oder Lautsprecher oder Kopfhörer, was man hier als Standard festlegen kann. Ja, 16-Bit 48 kHz ist da vollkommen ausreichend. Alles mehr ist eigentlich völlig Banane, unsinnig. Nun, ja, wenn man da irgendwas per Klinke angeschlossen hat, es ist eigentlich ziemlich unsinnig zu sagen 2.1. Ich habe auch keine Ahnung, warum man das immer wieder zurückstellt. Klinke kann halt nur ja, 3-Pin, einfach nur Stereo. Das heißt, der Subwoofer wird ja nicht extra verbunden oder so. Wobei es solche Systeme ja sicherlich gibt, wo man den Subwoofer das Signal extra anschließt. Ich denke, das ist auch klinkenbuchsentechnisch an der SB1500 sogar vorgesehen, wenn es entsprechend konfiguriert wird. Ja, Aufnahme, ja gut, ich benutze wenn dann den Line-In, ne? Den kann man dann hier auch im Mixer konfigurieren, weil das ein Multifunktionseingang ist. Oder man sagte ja auch Jack, Multi-Jack, wie auch immer. Jedenfalls können wir dann halt auswählen, ob das Mikrofon sein soll oder Line-Eingang. Oder wir können auch Mikrofon frontseitig dafür auswählen. Ja. Ich habe ja immer keinen Encoder stehen. Der Scout-Mode sollte deaktiviert sein, sonst ist das ja stimmtechnisch ein Soundverschlimmbesserer. Und ja, dann war es das eigentlich auch an und für sich schon. Ich benutze mittlerweile den Daniel K-Treiber zum Beispiel jetzt schon länger nicht mehr, weil ja, das Ding funktioniert ja, ne? Ja. Und ansonsten, ja, ich bin hiervon nicht so überzeugt, bis darauf, dass das mit Fortnite ganz nett war, dass man sich dann, ne, wenn man in-game den Sprachchat benutzt mit Mikrofon und Kopfhörer, das tatsächlich dann ganz gut funktioniert. Man kann es aber auch in-game regeln, indem man das alles zurechtdreht mit der Lautstärke. Also dann braucht man das ESBX-Profil hier für Fortnite zum Beispiel nicht. Und ja, das soll es dann noch zu dem hier schon gewesen sein. Ich sag mal, macht's gut oder besser.